willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Fiona. Ich bin die Person, die hinter dem Instagram-Account Nordknits steht, und dort teile ich all meine Strickprojekte. Und da ich selber unglaublich gerne Vlogs mir ansehe auf YouTube und mir auch gerne Podcasts anhöre, dachte ich mir, dass ich mich auch mal einreihe und mein Glück versuche. Und ich bin ganz gespannt, wie das wird. Ich habe auf alle Fälle mega Lust und habe hier auch schon einige Projekte zurechtgelegt. Und ja, habe jetzt gedacht, dass ich einfach mal starte. Ich bin 31 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und meinem kleinen Kater Leopold in Hamburg und bin jetzt seit einigen Jahren total in die Stricksucht verfallen. Also ich bin mit Handarbeiten generell auch groß geworden. Also meine Mutter hat immer relativ viel Wert darauf gelegt, dass wir damit in Berührung kommen, und da bin ich auch sehr dankbar für. Habe aber als Kind primär eigentlich eher gehäkelt, und nach meiner Ausbildung, das war eine kaufmännische Ausbildung, habe ich dann auch nochmal Modedesign tatsächlich studiert und fand das auch alles ganz toll, aber bin nie richtig im Design angekommen und habe bin jetzt eher im Produktmanagement, im Textilbereich, aber ja, muss halt diese kreative Ader privat weiterhin kompensieren. Und bin total froh, dass wir über Instagram so eine tolle Community haben. Und genau, dachte mir, dass ich mich jetzt einfach mal mit so einem Blog anschließe. Ich würde jetzt als erstes ein bisschen über Projekte sprechen, die ich aktuell oder quasi kürzlich beendet habe, und würde dann so ein bisschen auf meine WIPs eingehen, die ich jetzt aktuell auf den Nadeln habe. Das sind nicht viele, weil ich sehr darauf achte, dass es nicht eskaliert und ich nicht der Anschlageritis verfalle. Aber trotzdem sind das jetzt zwei schöne Projekte, die ich aktuell stricke, an denen ich sehr, sehr viel Spaß habe und auf die ich mich super doll freue. Und am Ende würde ich euch gerne noch so ein bisschen Wolle vorstellen, die ich mir gekauft habe. Wir waren nämlich vor zwei Wochen waren wir in Schweden, weil mein Papa ist 60 geworden und hat uns eingeladen. Das war sehr, sehr lieb. Und dann bin ich in den Küstenstädten, das war eine Kreuzfahrt, die wir gemacht haben, immer in so ein paar Wollläden rein. Da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut und habe tatsächlich projektbezogen relativ schöne Wolle gekauft. Und die würde ich euch später auch gerne noch einmal zeigen. Ich trage gerade meinen Levitate-Wrap. Den habe ich jetzt schon so 2 Monaten fertig gestrickt. Und ich habe den vorhin übergeworfen. Wir haben eigentlich Sommer, aber in Hamburg ist heute irgendwie der Herbst ausgebrochen. Es regnet extrem und es ist sehr gemütlich. Ich möchte eigentlich auch gar nicht raus. Richtiges Strickwetter. Ich werde auch später noch ein bisschen weiter stricken an meinen Projekten. Aber ja, irgendwie war mir so kalt, dass ich mir jetzt den Wrap einmal übergeschmissen habe. Und ja, ihr kennt ihn sicherlich alle. Ist halt mittlerweile ein kleiner Klassiker. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, den nochmal zu stricken. Jetzt nicht irgendwie demnächst, vielleicht nächstes Jahr oder so. Aber dann in Weiß. Also irgendwie was, es ist ja schon dezent, aber irgendwas, was ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher ist. Und finde das Material auch so schön, das ich ausgewählt habe. Das ist von der Camarose, die auch die Wolle, die empfohlen wird. Ich würde aber tatsächlich, wie einige eigentlich auch schon gesagt haben auf Instagram, eine Nadelgröße weiter runtergehen, weil ich doch das Gefühl habe, dass die Maschen ein bisschen weit auseinander gehen teils, und Nadelstärke 5, da habe ich eh auch mal ein bisschen Probleme mit, weil ich habe das Gefühl, mein Strickbild wird dann ein bisschen ungleichmäßig. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht durch den Übergang von der Schnur zur Nadel hin, dass ich da immer irgendwie so ein bisschen ins Stocken komme. Trotzdem denke ich, ist es ein schönes Teil geworden und ich trage ihn auch super häufig und werde auch sehr, sehr oft drauf angesprochen. Also wenn jemand noch eine Strickjacke oder einen Cardigan stricken möchte, kann ich den sehr, sehr empfehlen. Die Anleitung war auch mega schön geschrieben und ich finde, das ging auch relativ flott voran, das Projekt. Genau, ich habe dann auch vor einiger Zeit mir ein Projekt
Projekt ausgesucht, das man relativ gut unterwegs stricken kann. Ich war mit meiner Mama im Mai in Warnemünde und sie hatte den Agnete-Cardigan dabei und ich habe mir die Priestbag ausgesucht. Das ist diese hier, die habt ihr auch schon relativ häufig, denke ich, bei Instagram gesehen und bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Die Wolle habe ich bei Miles gekauft. Ich mache das mal ein bisschen näher an die Kamera. Die Wolle habe ich bei Miles gekauft, hier in Hamburg. Das ist ein kleiner Wollladen in der Sternschanze und die haben eigentlich alle nordischen Wollarten hier und man wird da recht gut fündig. Und genau, gestrickt habe ich die aus der Marilyn von Isaga und der Trio 2. Das ist jeweils ein Leinengemisch, wobei die Marilyn mit Schurwolle ist. Und ich weiß nicht, ob ich Schurwolle jetzt so geeignet finde für eine Tragetasche. Also ich denke mal, man kann die Tasche auch sehr, sehr gut einfach aus einem dickeren Baumwollgarn oder so stricken. Weil wenn man sie zu sehr bestückt, zieht sie sich schon sehr in die Länge. Wird jetzt nicht unbedingt schwere Dinge reintun. Ja, muss man halt gucken. Ich benutze sie momentan primär als Projekttasche, weil ich die einfach so süß finde und mich immer freue, wenn ich die in den Händen halte. Und ja, eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, man strickt die Tasche in der Runde nach oben und hier oben muss man mit Rückreihen, also mit linken Rückreihen, wieder zurückstricken. Und irgendwie, ich habe nichts geändert, war das Strickbild ganz anders. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera gut erkennen kann, aber die Löcher sind weitaus größer als im unteren Teil. Und das hat mich sehr gestört. Und ich habe dann die Ecken wieder aufgeribbelt und habe die nochmal gestrickt und bin tatsächlich eine ganze Nadelstärke weiter runtergegangen. Und trotzdem ist das Strickbild noch anders. Also das war ein bisschen schade. Aber ich weiß nicht, woran das lag. Das ist wahrscheinlich, weil ich die linken Maschen irgendwie loser stricke als die rechten, keine Ahnung. Und dann ging es halt los mit dem Bündchen und das ging auch relativ fix. Und ich habe mich auch dazu entschieden, und das würde ich auch wärmstens empfehlen, dass man in die Bündchen noch ein Baumwollband oder ein Band zieht. Und ich habe mir eins gekauft. Das habe ich hier auch einmal. Das ist auch so eine ganze Rolle. Und das ist so ein Baumwollband. So, das ist relativ stabil. Es ist auch nicht elastisch. Aber als ich das Baumwollband eingefädelt habe, hat sich das immer so blöd gedreht. Also mal war es dann so, mal hat es sich dann so. Es war total blöd. Und es sah halt auch absolut nicht schön aus, weil es halt einfach nicht stabil war und man dann irgendwie so eine Wurst in den Trägern hatte. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nochmal ein anderes Band zu kaufen und bin dann tatsächlich auf so einen richtigen Gurt umgestiegen. Der ist natürlich jetzt aus Plastik, das ist nicht so schön, aber ich dachte mir, dadurch, dass ich die Taschen natürlich jetzt auch ewig trage und ich auch wirklich nicht möchte, dass die Träger ausleiern, ist das eventuell eine schöne Option. Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen was übrig und ich habe überlegt, mir vielleicht nochmal irgendwie eine ähnliche Tasche zu stricken, eventuell auch in so einem Braunton. Genau, dass man halt einfach so ein bisschen Variation hat. Projektbeutel kann man ja auch immer sehr, sehr gut verschenken und ich habe sehr, sehr viele Abnehmerinnen, auch in der Familie, die sich da sicherlich drüber freuen würden. Und vielleicht ist das ja auch ein schönes Resteprojekt, ne? Also wenn man irgendwie noch ein bisschen was übrig hat. Genau, also die Breezeback, liebe Leute, sehr, sehr schön. Mag ich sehr. Übrigens ist das die Farbe Powder. Genau. Ich kann mir die aber auch mega gut in so einem knalligeren Ton vorstellen. Also so zu einem schönen weißen Sommerkleid und dann so eine knallorangene Breezeback ist auch sehr, sehr schön. So, dann habe ich noch meinen Rip Jumper von Anne Wenzel. Das ist dieser hier. Ich habe Größe M gestrickt. Und die Maschenprobe, die ich gewaschen habe, die passte auch. Ich habe bei der Maschenprobe schon gemerkt, dass es ein bisschen weicher ist oder ein bisschen weicher wird als gedacht.
und wusste dann schon, okay, er wird sicherlich noch einen Ticken weiter. Und im Endeffekt, er hat sich schon etwas mehr geweitet als gedacht, sagen wir mal so. Aber ich finde, das macht nichts, weil ich mag Oversize-Pullover unglaublich gerne. Und finde, dass das trotzdem ein super schönes Teil geworden ist. Er ist mir jetzt aktuell ein bisschen zu warm, weil ich eben auch mit Mohair mit eingestrickt habe. Ich habe da übrigens die. Wo habe ich sie denn? Von Langjans die Wolle genommen. Die wurde mir auch freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und zwar ist das die Merino 200 und die Lace-Wolle, die Lace-Mohair-Seiden-Mohair-Wolle von Langjans. Und ich finde, das ist eine super schöne Kombination. Also die Haptik ist sehr, sehr weich. Und ich hätte einfach eine Nadelstärke vielleicht noch weiter runtergehen können. Dann wäre es ein bisschen kompakter alles. Und wird vielleicht auch nicht so, also was heißt so weit? Er ist jetzt nicht so riesig geworden, aber er ist schon einen Ticken weiter geworden. Und ich denke, mit einer kleineren Nadelgröße hätte ich mir schon, wäre es vielleicht ein bisschen besser geworden einfach. Und ich finde die Passform von dem Pullover super, super toll. Ich habe lange damit gehadert, den Pullover zu stricken, weil ich mir dachte, ich bin ein sehr aktiver Mensch, auch zu Hause, und ich muss immer irgendwie mit meinen Händen überall rankommen. Und ich dachte mir, dadurch, dass die Raglanlinie so weit nach unten geht, also bis hier unten hin, dass man halt ständig so irgendwie eingeschränkt ist in der Bewegung. Und das mag ich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich lange gezögert, den Pullover anzuschlagen, aber ich fand ihn halt ultra schön. Und wenn ich den immer bei Instagram bei anderen Strickerinnen gesehen habe, war ich immer sehr, sehr, sehr angetan. Auch in anderen Farben. Also ich habe bei Instagram auch eine hellblaue Version gesehen, die fand ich auch ultra schön. Ja, muss man halt gucken. Also ich habe mich jetzt für so ein Beige entschieden, weil ich mir dachte, zu einer weißen schönen Hose im Sommer kann das super schön aussehen. Und bin super zufrieden. Also die Farbe steht mir auch sehr gut und ich habe den Pullover auch bis jetzt sehr, sehr oft getragen. Jetzt ist es leider ein Ticken zu warm. Also im Sommer Mohair bin ich irgendwie, also meistens irgendwie raus, wobei ich habe auch einen Cardigan aus Mohair, den ich sehr viel trage abends. Aber den Rip Jumper von Anne Wenzel mag ich wirklich sehr. Ja. Wer weiß, hätte ich mehr Zeit, würde ich mir den bestimmt auch nochmal stricken. Auch eine sehr, sehr große Empfehlung. Aber vielleicht fallen die. Also es passt halt von der Maschenprobe, das wundert mich halt. Aber gut. Ja, sehr, sehr schön auf alle Fälle. So, dann habe ich vor einiger Zeit eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram und habe mich nicht entscheiden können, was ich für Farben auswähle, weil ich hier, mir vorgenommen habe, ein T-Shirt zu stricken und ich habe die Farbkombination primär eigentlich so ausgewählt, also mit roten Streifen. Das ist die Sandniswolle von Sunday. Und es ist, glaube ich, beige meliert und Moment. Das ist Sunday beige meliert und ich glaube Bärenrot, die Farbe. Und ich finde sie sehr, sehr schön. Diese Farbkombination ist sehr klassisch und man kann sie super gut kombinieren. Ich fand sie aber irgendwie dann doch zu herbstlich, wenn man das so sagen kann, weil ich hatte irgendwie ein bisschen Lust auf Farbe und auf ein bisschen Pep. Und dann habe ich mir hab ich ein bisschen geguckt, was ich noch an Wolle zu Hause habe und habe einen super schönen rosanen Baumwollton, also Baumwollwolle gefunden, Baumwolle gefunden in so einem schönen Rosaton und habe die einfach mal daneben gelegt und habe dann eben gesehen, dass Sunday auch, also das Sandnis unter der Sunday auch zu einer rosane Farbe führt. Und ich fand das so schön, aber war dann so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich mir dachte, ach Mensch,
du musst jetzt ja nicht nochmal irgendwie was dazu kaufen. Aber die Umfrage war dann sehr, sehr knapp. Also 51% haben dann dafür gestimmt, dass ich rot-rosa Streifen nehme. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ist das Friday Tea entstanden. Didim. Das ist das schöne Friday Tea. Und ich finde, es ist so, so schön geworden. Ja, also das ist wirklich, ich habe manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit T-Shirts, die ich mir oder Tops, die ich mir selbst gestrickt habe, weil ich sie einfach nicht getragen habe. Mir hat die Passform nicht gefallen. Tops trage ich meistens auch nur unterm Blazer. Also ich laufe jetzt nicht irgendwie mit Tops durch die Gegend. Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach unwohl drin. Und dieses T-Shirt ist einfach ein Game Changer. Also für mich persönlich. Ich finde die Raglan-Linie, der ganze Fit, ich fühle mich da drin einfach super, super wohl. Und es liegt vielleicht auch daran, dass ich hier das gebrochene Rippenmuster gestrickt habe. Das ist ja auch sehr angenehm auf der Haut. Die Sunday von Sandnes ist eh total angenehm. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwo einen Fehler einbaue, ne? Dass man dann irgendwie bei den rechten Maschen auf einmal eine linke hat. Aber es ist tatsächlich nicht einmal passiert. Das war wirklich mindless Knitting. Und das Schöne ist, dass ich mir die Anleitung auch brav durchgelesen habe. Und da drin stand dann eben auch, dass man die Fäden gar nicht vernähen braucht, wenn man sie halt einfach mitführt. Das habe ich dann auch gemacht. Das war allerdings mit zwei verschiedenen Streifen ein bisschen schwieriger, weil ich immer mit den Knäueln rotieren musste. Ich hatte rechts dann die Farben, links dann das Graue. Immer das, was ich aktuell gestrickt habe, war dann links. Und dann musste ich halt immer so um mich herum drehen. Und das war etwas mühselig, weil man sich halt wirklich so ein bisschen sein Nest bauen musste und dann durfte man auch nicht gestört werden, weil ich mich dann da auch erstmal wieder rausarbeiten musste. Besonders schön an dem Shirt finde ich die Raglan-Linie. Dadurch, dass sie so ein bisschen breiter ist, schmeichelt sie, finde ich, total der Figur. Und was mich ein bisschen gewundert hatte, gut, ich bin jetzt 1,72 groß und habe mich auch an die Länge gehalten, die empfohlen war. Ich weiß nicht, wie viele Zentimeter das waren. War es 43 oder so? Nee, vielleicht, weiß ich nicht. Ist auch egal. Aber es ist am Ende tatsächlich ein bisschen cropped rausgekommen. Und bei Petit Knit, da ist das ein Ticken länger. Finde ich gar nicht so schlimm, auch wenn ich noch Wolle übrig habe, weil mir cropped eh total gut gefällt. Und man die halt super gut so auch so zu High-Waist-Hosen anziehen kann oder zu einer schönen Leinenhose. Ein sehr, sehr schönes Sommerteil, wirklich. Also ich mag auch die Halspartie unglaublich gern mit dem umgeschlagenen Bündchen. Finde ich generell super schön. Mag ich auch mehr, als wenn man ein normales Bündchen strickt, also ohne es umzuklappen. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, weil ich es einfach ein Ticken, also es ist eine persönliche Einschätzung, Ticken wertiger immer finde. Und habe es natürlich bei einem aktuellen WIP direkt vergessen, dass ich das machen wollte. Ist aber nicht schlimm. Genau. Aber ich hatte auch noch mal überlegt, dieses schöne Shirt in so einem schönen Regatta-Blau zu stricken. Ich weiß nicht, ob ihr die Farbe Regatta-Blau von Sunday kennt, aber die ist so, so schön. Das Problem ist, ich trage nie blau. Und ich habe auch alles, was ich an blauem Zeug gestrickt habe, meiner Mama geschenkt, weil sie halt blau super gern trägt und sich total darüber gefreut hat. Ich habe zum Beispiel den, nicht den, was war denn das? war das der Wednesday-Sweater in blau? Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal in so eine Marineblau gestrickt und irgendwie war das kein Match. Fragt mich nicht warum. Er ist auch sehr, sehr klein geworden und meine Mama ist auch eine sehr zierliche Person und sie sah darin wirklich super schick aus. Und dann dachte ich mir, nimm mit. Ja,
Und dann hatte ich mir meinen allerersten Pullover, den ich mal gestrickt habe. Der war auch in so einem schönen Blau. Habe ich auch nie getragen. Aber trotzdem, dieser Regatta-Blauton, den müsst ihr euch mal anschauen. Der ist wirklich super schön. Super, super schön. Genau. Yes. Das waren jetzt drei fertige Projekte, die ich in der letzten Zeit gestrickt habe. Und ich habe insgesamt mir so ein bisschen oder ein paar Regeln aufgestellt, wenn es ums Stricken geht, weil ich möchte, dass ich die Sachen, die ich mir stricke, auch trage. Und da habe ich irgendwie so eine kleine Checkliste, die ist nicht in Stein gemeißelt, aber mir hilft es sehr, dass ich nicht oder dass ich mich nicht in diesen ganzen Anleitungen verliere. Ich weiß ganz genau, welche Schnitte ich gerne trage, auch eigentlich welche Farben ich gerne trage und versuche mich dann immer so ein bisschen auch daran zu halten und hau mir auch auf die Finger, wenn ich Farben finde, die eventuell toll sein könnten, aber ich wüsste oder ich weiß halt, dass es eventuell schwierig ist, dass ich die halt morgens nicht anziehen werde. Und manchmal ist es auch so, dass ich morgens vorm Kleiderschrank stehe und mir Dinge fehlen. Also sei es jetzt zum Beispiel ein weißes Top, dann notiere ich mir das auch immer ein bisschen und gucke halt, okay, wenn ich jetzt irgendwas stricken möchte, ein neues Top, das jetzt rauskommt, zum Beispiel von My Favorite Things Knitwear, das ist ja auch super schön. Das ist ja ein richtig, richtig tolles Basic-Top, dass ich dann halt sage, okay, mir fehlt ein weißes Top, dann, wenn mir dieses Top so gut gefällt und ich jetzt Lust habe, einen Top zu stricken, dann wähle ich weiß. Dass ich halt immer so ein bisschen abwäge, was mir fehlt, was ich brauche und so komme ich eigentlich immer ganz gut in so einen persönlichen Strickflow, dass ich ja nicht so hektisch werde und eben auch ganz genau weiß, ja, was ich mir persönlich auch oder was mir fehlt, was ich halt auch noch stricken muss für mich. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich habe vor einiger Zeit, das ist jetzt wirklich schon ja, anderthalb Jahre her, damit eben auch angefangen und habe mir gesagt, mir fehlt ein ganz schlichter, schöner Pullover, etwas dicker, aus etwas dickerer Wolle, welchen ich eben auch gut vielleicht mal an der Ostsee oder so tragen kann. Und bin dann bei Petit Knit auf den Louvre-Sweater gestoßen. Und der Louvre-Sweater ist für mich eigentlich so mit der schönste Basic-Pullover bei ihr an Anleitungen, die man kaufen kann. Und ich zeige euch den einmal kurz. Ich trage diesen Louvre-Sweater so, so, so häufig. Den habe ich auch aus der Pergünd gestrickt. Die Pergünd, das ist eh meine absolute Lieblingswolle. Und habe mir gesagt, weil ich den eben so häufig trage, dass ich definitiv noch eine weitere Version brauche. Ja, ich glaube, ich habe Größe M gestrickt. Und das Schöne ist an dem Pullover, dass der immer weicher wurde. Also desto häufiger ich den getragen habe, desto ebenmäßiger wurde das Maschenbild, desto schöner wurde auch wurden auch die Kanten, die ich italienisch abgekettet habe nach Anleitung. Und dann wusste ich halt, okay, Fiona, du trägst diesen Pullover so häufig, du brauchst noch eine helle Version. Und das habe ich mir dann auch so auf meiner Strickliste notiert, dass ich eben auch, ja, weil ich wusste, dass ich die Pergünd nochmal stricken möchte. Ich liebe die Pergünd, das ist meine Lieblingswolle. Und da ich den Louvre so oft trage, dachte ich mir, muss ich mir eben noch einen stricken. Und dann bin ich auch mit Unique Official in Kontakt getreten und die waren so lieb und haben mir die Pergünd zugeschickt. Und zwar die Pergünd Natur Tweed. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal, ja, habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Das ist die Pergünd in Tweed. In Natur Tweed. Die gibt es noch in Grau, ich glaube in zwei verschiedenen Grautönen. Einmal mit, also mit bräunlichen oder so grau-bräunlichen Flusen drin. Tweed-Flusen, wie sagt man dazu? Und
ja, in Pink gibt es die noch, in Blau, und dann gibt es also eine relativ schöne Farbpalette, wie ich finde. Hat die Pergünd generell. Die Pergünd hat jetzt auch so ein Quietsch, oder was heißt Quietsch? Ich glaube, das heißt Spicy Orange, den Ton rausgebracht. Und der, als der rauskam, wusste ich, Game Changer, den brauche ich, weil ich noch einen knallorangenen Pullover in meinem Kleiderschrank wirklich vermisse, weil manchmal habe ich richtig, richtig Bock morgens auf Farbe, und so ein Knallorange kann ich mir super gut vorstellen. Merkt schon, ich bin so ein bisschen auf dem Orange-Trip, wie bei der Breeze Bag, die kann ich mir auch sehr gut in so einem Orange vorstellen. Aber die Tweed, genau, habe ich dann zugeschickt bekommen von der lieben Johanna von Unique und habe auch direkt losgelegt. Und wie man sehen kann, das Strickbild ist noch ein Ticken unebenmäßig, weil das halt auch noch nicht gewaschen wurde, der Louvre-Sweater. Der ist noch relativ, unfertig, wie man sehen kann. Wobei ich gestern schon ganz brav italienisch unten abgekettet habe, das Bündchen. Ich liebe ja italienisch abketten, mich beruhigt das total. Ich weiß, manche mögen das nicht so gern, aber ich finde das immer so richtig so tüt, 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 und dann irgendwie kann ich da total gut entspannen. Also, ja. Naja, jedenfalls ist das dieses wunder, 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 wunderschöne Tweet von Zahntnis, von der Pergünd. Und die Fäden habe ich auch schon vernäht. Das mache ich übrigens ganz oft. Also, wenn ich was stricke, dass ich, wenn ich was stricke, dass ich immer schon versuche, bevor ich dann irgendwie mit den Ärmeln anfange oder so, die Fäden zu vernähen. Das liegt einfach daran, dass ich, ich muss mal, irgendwie die Stimme, die bricht dann schon. Also sie ist gequasselt, das ist man dann doch gar nicht so gewohnt. Aber so. Wofür war ich jetzt stehen geblieben? Faden verloren. Genau, es ist einfach super hilfreich, wenn man dann am Ende nicht diesen großen Berg an Fäden vernähen vor sich hat, sondern ich versuche das immer irgendwie alles so weit fertig zu machen. Das Einzige, was ich mich ein bisschen, worüber ich mich ein bisschen ärgere, ist, als ich mit dem Bündchen oben angefangen habe, ich habe es, fragt mich nicht warum, ich habe es nicht hingekriegt, den italienischen Anschlag zu machen. Er sieht vorne, sieht da wunder, wunderschön aus, aber irgendwie bin ich nicht auf die vorgegebene Maschenanzahl gekommen. Da war ich irgendwie, ja, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe es auch bestimmt 8-mal versucht am Abend, dann habe ich es beiseite gelegt, dann habe ich es am nächsten Tag nochmal versucht, und irgendwann war mein Geduldsfaden wirklich, ist dann gerissen, und ich habe dann gedacht, gut, dann wurstelst du da jetzt irgendwie noch eine Masche rein. Und jetzt habe ich den Salat. Ich muss mal gucken, ob ich das ganz schön vernähen kann, dass hier dieses, was heißt vernähen, also ich würde da mit einer Häkelnadel einfach reingehen und versuchen, das so ein bisschen schön zu ziehen, und das ist ja meistens eigentlich dann auch schon eine gute Rettung. Also Häkelnadel ist immer mein bester Freund beim Stricken, liebe Leute. Also das kann ich nur empfehlen, aber das wisst ihr eigentlich auch, dass man mit einer Häkelnadel eigentlich alles richten kann. Ja, genau, das ist der Louvre, freue ich mich super doll drauf. Also die Ärmel kommen jetzt dran und dann. Den gibt es ja so gestrickt auch schon ganz häufig bei Instagram. Müsst ihr mal schauen, aber habt ihr bestimmt schon gesehen. Schön, oder? Ich finde den sehr, sehr, sehr schön. Und den kann man auch total schön kombinieren, weil der halt einfach so schön schlicht ist. Mein Mann hat den Pullover übrigens liebevoll Stracciatella-Pullover getauft. Finde ich auch sehr passend. Ist auch ein schöner Name. Genau. Ja, ich habe hier übrigens von meiner Mama so Scooby-Doo-Bänder sind das, glaube ich. Die hat sie aus der Schule mitgebracht, bekommen. Die kann man, ja, das ist total easy. Also ich habe vorher dann immer noch so ein Band reingefrickelt, was ich irgendwie übrig hatte vom Maschenanschlag oder so, also ein Stück Wolle. Aber das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil man die halt einfach so durchziehen kann. Das ist das erste Mal, dass ich das so ausprobiert habe. Ja, schön, oder? Ja, meine Louvre-Sweater-Sammlung. Übrigens habe ich den Louvre-Sweater vor, ich glaube, ich weiß nicht, vor 2, 2, 2,5 Jahren schon mal gestrickt in einem Ton,
Das war so ein Rostrot. So ein Rostrosa-Rot. Also da war ich irgendwie noch nicht so ganz bewandert, was so die beste Möglichkeit, also was so die beste Garnwahl ist. Und habe dann irgendwie im Sale irgendwo so eine Alpaka-Wolle von Sandnes gekauft. Und habe dann dazu einen Drops Kitzel kombiniert. Und da, ich weiß nicht, also ich habe, glaube ich, nicht meine Maschenprobe gemacht. Ja, und dann habe ich den Pullover fertig gestrickt, der war auch sehr, sehr schön, aber ich habe mich überhaupt nicht drin wohlgefühlt. Also die Farbe war überhaupt nicht meins. Es war sehr, ja, es war so ein Curry-Ton. Irgendwie, ich weiß nicht, sah kreidebleich darin aus. Und das Kitzel von Drops war auch nicht so ganz meins. Also ich habe das schon oder relativ oft schon verstrickt und manchmal geht es auch. Vielleicht, desto häufiger man manche Dinge trägt, desto weicher wird es dann ja auch meistens. Aber ja, ich mochte den Pullover einfach nicht an mir in diesem Ton. Und dann habe ich jetzt kürzlich ein Paket fertig gemacht und das an meine Schwiegermutter nach NRW geschickt. Und sie hat sich sehr, sehr darüber gefreut und meinte, der passt perfekt. Und neulich in Warnemünde ist sie aus der Terrassentür rausgekommen. Und ich saß da nur so und habe sie angeguckt und sie leuchtete und sah in diesem Pullover, den sie dann überraschenderweise angezogen hatte, so wunderschön aus. Und ich dachte mir so, oh toll, dass das halt dann, manchmal wirkt es ja an manchen Menschen ganz anders, so, ja, so ein Pullover oder so eine Farbe. Und da war ich total glücklich und habe mich total gefreut. Sie war glücklich und ja, es ist ja immer schön, wenn man dann was weitergeben kann, was dann auch so Anerkennung bekommt. Aber ich habe generell auch schon ganz, ganz viele Schals und so geschenkt, die ich nicht trage, die ich mal irgendwann gestrickt habe. Auch gerade so, ja, so Mohair-Schals und so oder so etwas fluffigere Schals in Tönen, die ich eben auch nicht an mir mag, die ich mal irgendwann gekauft habe. Gerade halt auch wieder Blautöne, leider. Wer weiß, vielleicht komme ich ja nochmal irgendwann. Dieses Regatta-Blau, das kaufe ich mir noch von Sunday. Da freue ich mich drauf. Das wird, glaube ich, schön. Und dann nochmal so ein Friday-Tea. Ja. Decisions, Decisions. Aber das ist das erste WIP gewesen übrigens, das ich jetzt aktuell auf den Nadeln habe. Das erste WIP von zwei. Ja, mein Louvre-Sweater. Dann habe ich mir neulich von einer lieben Strickkollegin, die sehr, sehr häufig schon die Line oder die Line, ja, einfach die Line, Lin, die ganz normale Lin von Sandnes verstrickt hat. Diese Wolle hat sie mir jedenfalls empfohlen. So, und ich habe das dann irgendwie auch nicht mehr aus dem Kopf rausbekommen und dachte mir so, oh, jetzt wird es irgendwie so warm, jetzt habe ich den Louvre auf dem Schoß, irgendwie brauche ich noch ein bisschen was, was leichter ist, was man vielleicht auch mal stricken kann, wenn es halt wirklich irgendwie, wenn wir 30 Grad oder so haben. Und dann habe ich eine Maschenprobe gemacht. Ich habe mir die Line dann direkt gekauft und das ist die Maschenprobe. Und ich war schon so hin und weg von dem schönen, schönen Strickbild. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, aber ja, die Farbe ist wieder direkt meins. Also ich bin ja total so ein, ja, so braun, rosa, weiß, Fan. Ich weiß nicht, ich greife halt immer zu den Farben. Das ist halt meine Komfortzone, da komme ich auch nicht raus, aber darin fühle ich mich halt super wohl. Und wieso sollte ich dann was oder mir andere Farben aufzwingen? Ja, und die Maschenprobe habe ich dann gestrickt, habe sie gewaschen und geblockt und finde es wunderschön. Und dadurch, dass ich das Friday Tee jetzt gerade auf den Nadeln hatte, dachte ich mir, einen ähnlichen Schnitt oder was heißt Schnitt, eine ähnliche Passform, aber vielleicht mal mit einer anderen Passe oben. Und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und ich bin auch total der Fan davon, wenn man mal unterschiedliche Designer ausprobiert. Ich tendiere dann doch immer irgendwie so ein bisschen zu Petit Knit und My Favorite Things Knitwear. Aber ja. Hab dann, ich spreche es jetzt sicherlich falsch aus, aber von Lene Holm-Samsö das Peacock Tee. Da habe ich mir die Anleitung gekauft
und habe auch direkt gestartet. Und schaut euch mal, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, vielleicht mache ich das mal besser so. Schaut euch mal dieses wunderschöne Muster an. Ist das nicht schön? Ja. Und hier ist übrigens auch der Part, wo ich vergessen habe, das Halsbündchen umzuklappen. Ja, das habe ich irgendwie... Ich habe noch dran gedacht, als ich angefangen habe, und dann war ich irgendwie schon direkt im Rapport drin und dann dachte ich mir so, ach, egal. Egal, nachher reicht die Wolle nicht oder so. Naja, jedenfalls, ja, ist das dieses wunderschöne Peacock Tee. Und sie hat ja sowieso super schöne Anleitungen. Also ich bin tatsächlich nie wirklich irgendwie bei ihr so auf der Seite unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht weil man einfach nur zwei Hände hat und dann auch nicht so viel Anleitung kaufen möchte und sich dann irgendwie auch, naja, jedenfalls war das dann so wirklich eine Überraschung. Und die Anleitung ist so knackig geschrieben. Ich finde die toll. Also das sind nicht viele Seiten. Manchmal hat man ja auch Anleitungen, die ziehen sich über so viele Seiten hinweg und man ist irgendwie nur mal am Umblättern. Das fand ich total, ich glaube, das war beim Jenny-Sweater auch so. Da waren super viele Seiten von Petit Knit, der mit den Wickelmaschen. Ja, und übrigens habe ich da den schönen Maschenmarkierer von Nina. Das ist eine Walflosse. Schön, oder? Oh, falsch rum. Wieder falsch rum. Na, so, jetzt ist er, glaube ich. Könnt ihr ihn sehen. Schön, ne? Ja, mein schönes Peacock-Tee. Ich war nur ein bisschen flott unterwegs. Ich habe dann gelesen, als ich dann mit dem Halsbündchen fertig war, dass man dann Diagramm A, ich glaube B, C, C, C stricken soll. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das ja XSSML aussteigend quasi jeweils das Diagramm ist, das man stricken soll. Und ich dachte, ich Dummi, dass ich einmal A stricken muss, zweimal B, dreimal D. Und dann habe ich mit XS angefangen. Und das ist halt nicht meine Größe. Ich stricke meistens immer M, wenn die Maschenprobe passt. Und habe dann irgendwann die Anleitung nochmal gelesen, weil ich mir dachte, oh, das wird dann aber riesig, wenn ich alle Diagramme hintereinander abarbeiten muss. Und habe ich mir die Anleitung nochmal gegriffen und das dann nochmal durchgelesen. Und dann ist der Groschen auch direkt gefallen. Ich dachte mir so, oh nein, ich muss alles wieder aufribbeln. Wobei das jetzt eigentlich auch kein Drama gewesen wäre, weil das ist super, auch wenn das vielleicht ein bisschen kompliziert aussieht, super flott gegangen. Also das war wirklich, es ist ein etwas schnellerer Strick, sagen wir mal so. Und ich habe dann genau in dem Moment auch gesehen, dass das Diagramm XS, S und M bis zu einer bestimmten Stelle identisch ist. Und dass die identisch sind. Und dann habe ich auch gesehen, dass ich genau an dieser Stelle gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit im falschen Diagramm war. Also ich musste tatsächlich nicht nochmal aufrübbeln. War sehr, sehr Glück für mich. Das war sehr, sehr schön. Schön, oder? Ich kann mich an dieser Farbe überhaupt nicht satt sehen. Das ist so eine richtig schöne Sommerfarbe. Ja. Sehr, sehr schön. Das ist übrigens, ich habe auch die Wolle hier. Diese hier. Und das ist der Farbweg 4323. So. Und weil ich so begeistert bin von ihrer Strickanleitung, weiß ich, dass ich definitiv nochmal was von ihr stricken werde. Und auch dieser Porzellansweater, der ist ja auch so wunderschön. Ich habe aber noch nie an Colorwork rangetraut. Also ich weiß, dass das... manchmal hat man ja irgendwie so eine kleine Hürde und wenn man dann erstmal anfängt, was zu stricken, dann kommt man relativ schnell in diesen Flow rein und wenn man dann die Anleitung Step by Step durchliest, dann funktioniert das dann doch alles. Es ist kein Hexenwerk, es ist einfach, man muss sich damit einfach auseinandersetzen. Genauso hatte ich das auch beim Mobi-Sweater, als ich den damals gestrickt habe. Ich hatte so Angst vor Zopfmuster, weil ich mir mal dachte, dass ich das irgendwie nicht...
das sieht so kompliziert aus, aber es ist überhaupt nicht kompliziert. Also man muss sich nur damit auseinandersetzen, das verinnerlicht haben und dann funktioniert das auch alles. Also seitdem ich den Mobisweater gestrickt habe, habe ich irgendwie auch keine Angst mehr vor anderen Anleitungen. Also ja, oder vor Anleitungen, die einem vielleicht die schwer erscheinen. Ja, also das ist mein Sommerprojekt gerade. Und ich bin gespannt. Also ich bin jetzt mit dem Rapport schon fast fertig und fange jetzt dann bald an, einfach rechts weiter zu stricken. Vielleicht, ich glaube, da geht die Raglan-Linie dann noch weiter runter. Das ist eine kleine. Und dann werden auch schon die Ärmel abgetrennt. Und dann geht das im Eiltempo runter. Und ich hoffe, dass das T-Shirt dann fertig ist, weil wir bald wieder nach Warnemünde fahren. Und dann kann ich damit schon umtigern. So, das waren auch meine zwei aktuellen WIPs, die ich habe, an denen ich gerade arbeite. Und genau, hatte jetzt vor einiger Zeit ein kleines, letztes Jahr, ein kleines, wie soll man sagen, Strickdrama, denn ich habe mir den Maasai-Sweater letztes Jahr kaputt gemacht. Wir haben den zu heiß gewaschen, ich habe irgendwie nicht drüber nachgedacht, weil ich so irgendwie, es war irgendwie eine stressige Woche. Und dann habe ich den Maasai-Sweater am Strand in Warnemünde fertig gestrickt und er ist nicht, er hat es noch nicht mal zur Anprobe geschafft. Also ich habe ihm meinen Mann mitgegeben und habe ihm gesagt, ja, schmeiß den einfach mit in die Wäsche zu den anderen Sachen, dann kann ich den später blocken, alles gut. Und er hat auch dann, das gemacht und er hatte sich noch so gewundert, aber ja, letzten Endes ist dieser Pullover ziemlich, ziemlich stark eingelaufen. So weit eingelaufen, dass er so verfilzt ist, dass man wirklich gar nichts, also man kann damit eine Scheibe einschlagen, so verfilzt und hart ist dieser Pullover geworden. Und natürlich war ich da total traurig, also es war wirklich so ein kleiner, ja, es war nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Dann sitzt man irgendwie 3 Wochen an einem Pullover und dann passiert sowas. Na, jedenfalls hatte mein Mann, das war ganz süß, natürlich auch ein schlechtes Gewissen, obwohl er ja überhaupt gar keine Schuld hatte an der Geschichte. Hat mir die Wolle nochmal bestellt. Natürlich war dann meine Motivation ein bisschen, die war halt weg. Und es war auch irgendwie schon Spätsommer und ich finde halt die Farbkombination, die ich mir damals ausgesucht habe, die war auch recht sommerlich und ich hatte einfach keine Lust mehr, diesen Pullover zu stricken, was total, wirklich total schade war. Dann lag diese Wolle jetzt ein Jahr bei mir im Schrank und ich habe gesehen, dass auf Instagram gerade ein Knit-Along gestartet wird und zwar dieser Sunstripes Calf bei, also Marlene Nitz und Lydia Rhabarber und da gibt es auch diverse Sponsoren und dann habe ich natürlich direkt meine Sunday-Wolle wieder rausgekramt, weil ich jetzt wieder Lust dazu habe. Und das ist auch schön. Also ich habe wirklich Lust auf die gleiche Farbkombination nochmal. Yay. Genau. Das ist halt wieder beige und weiß. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen langweilig für den einen oder anderen. Aber ich dachte mir, dass das eine schöne Sommerkombination ist, weil man die eben auch gut kombinieren kann. Und die Sunday von Double Sunday von Zantnis stricke ich eben auch sehr gerne. Ich weiß nur, dass ich das letzte Jahr mit der Anleitung von dem Maasai-Sweater ein bisschen, weiß nicht, irgendwie war ich an manchen Stellen immer so ein bisschen genervt. Das lag aber vielleicht auch einfach daran, dass ich den fertig kriegen wollte und generell ein bisschen gestresst war. Und haben mich halt einfach so ein paar Punkte irgendwie in der Anleitung ein bisschen gestört. Aber trotzdem ist es ein unglaublich schöner Pullover, gerade auch mit Streifen. Deswegen dachte ich mir, es gibt jetzt keine Entschuldigung mehr. Ich werde definitiv diesen Pullover jetzt wieder annadeln. Das heißt, wenn ich diese beiden Projekte, also den Louvre-Sweater aus der Natur Tweed und mein T-Shirt, das Peacock Tee, fertig habe, werde ich mich meinem Maasai-Sweater widmen. Und da freue ich mich auch wirklich sehr drauf, weil, ja, alle guten Dinge sind zwei.
Ja, genau, das ist die Double Sunday. Ja. Sehr, sehr schön. Ich stelle die einmal wieder weg. Dann waren wir ja jetzt auch gerade in Schweden und eigentlich wollte ich gar nicht großartig in Wollstores reingehen, weil ich mir eben auch denke, okay, Fiona, du hast jetzt zu Hause, also ich habe jetzt nicht extrem viel im Stash, aber schon so für ein paar Projekte wartet hier schon noch Wolle auf mich und ich möchte mich jetzt nicht so zuschütten. Aber dann, ja, habe ich halt, sobald ich dann so einen Yarnstore, also einen Wollladen betreten habe, alle guten Vorsätze über Bord geworfen. Aber ich denke, das ist auch okay. Weil die halt so schöne Wolle hat und ich irgendwie auch, ja, Lust hatte. Jedenfalls, ist das eine Tüte, die ich eigentlich voll hatte. Was ist denn der Rest? Hier. Genau. Und da habe ich mir einfach so ein paar Projekte oder für Projekte eingekauft. Und das ist jetzt nicht alles schwedische Wolle, es ist auch kommerzielle Wolle dabei. Also speziell schwedische Wolle, es ist halt kommerzielle Wolle viel dabei auch. Aber weil ich eben auch diese Sachen wirklich mir vorgenommen habe zu kaufen und ob ich sie mir dann irgendwie im Herbst bestelle oder direkt dann da mitnehme, weil ich definitiv weiß, dass ich diese Sachen auch stricken werde, dachte ich mir so, okay, mach einfach und guck mal, wie das so wird. Und ja, ich habe jetzt schon bei Instagram des Öfteren, komischerweise, nachdem ich mir die Anleitung gekauft habe, den Barbara Shawl von Gregoria Fibers gesehen. Und dann habe ich mir die Wolle auch dazu gekauft. Das ist diese hier, in so einem Beige-Ton. Das ist die Pernilla. Und ich glaube, die Filcolana kriegt man hier gar nicht in Hamburg. Also ich kenne kein Wollgeschäft, die diese Wolle führt. Und ja, bin ganz gespannt. Also ich glaube, dass das eine schöne, schöne Sache wird. Und die fühlt sich, glaube ich, auch ganz gut an. Und weil ich die eben jetzt auch schon so häufig irgendwie bei anderen Instagrammern gesehen habe, dachte ich, ich möchte die mal ausprobieren. Und dann habe ich mir, eins, zwei, ich glaube, fünf waren in der Anleitung, ja, fünf davon gekauft. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Und ein bisschen Platz machen. Dann dachte ich mir, dass ich mir nochmal Sophie Scholl stricken möchte. Und zwar aus der Wolle, die auch empfohlen wird in der Anleitung, und zwar die Alpaka Ull. Und da habe ich mir so einen ganz, ganz, ganz harten Rosaton ausgesucht für den Spätsommer. Nein, das ist noch zu warm für den Herbst. Das ist irgendwie so meine Lieblingsfarbe und ich wollte die auch mal ausprobieren, diese Alpaka Ull. Und die ist mir dann vor die Flinte gelaufen und dann dachte ich mir so, yes, dass ich da vier Knäuel von mitnehme. Eventuell wird es vielleicht auch was anderes. Also es muss nicht unbedingt der Sophie Scholl sein, aber damit verbinde ich halt einfach immer Mindless Knitting und wenn man mal irgendwie so ein schnelles Projekt zwischendurch haben möchte, dachte ich mir, dass das eventuell gut passen könnte. Dann habe ich, machen wir das mal auf diese Seite, dann habe ich mir noch von Raumagan so einen Grauton mitgenommen. Das ist dieser hier. Und Raumagan wollte ich auch immer schon ausprobieren. Meine Mutter hat auch die gleiche Wolle gekauft. Sie hat allerdings so ein richtig, richtig schönes Grapefruit Pink sich ausgewählt. Und ja, das ist auch super, super schön, was sie da vorhat mit. Und ich glaube, dazu hat sie auch noch so ein Orange. Und sie wollte da so pink-orangene Streifen machen. Ich weiß nicht, ob das ein Pullover, Slipover, was auch immer. Aber das war auch eine sehr, sehr schöne Garnkombination. Ich habe aus dem Raumagan Folgendes vor. Und zwar hat
Herbgarn Knitwear, das ist eine Designerin aus Deutschland, einen wunderschönen Slipover rausgebracht. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie er heißt, aber das ist der neueste. Und da empfiehlt sie eben auch diese Wolle. Und weil ich von ihr immer schon einen Slipover stricken wollte, dachte ich mir, das ist eine sehr gute Chance, die Wolle mal auszuprobieren. Und deswegen habe ich mir die jetzt auch für diesen Slipover mitgebracht. Und es ist tatsächlich die gleiche Lauflänge wie die von Fecolana. Ja, und ich habe auch jeweils 5 Stück. Also vielleicht switche ich auch nochmal. Mal sehen. Aber nee, ich glaube, daraus mache ich den Slipover. Weil die ist ein bisschen rustikaler. Ich glaube, die möchte ich nicht am Hals haben. Wobei, wer weiß, wenn das vielleicht dann beim Tragen ein bisschen weicher wird, dann könnte das ja auch wieder, weiß man nicht. Genau. Und die habe ich mir dann halt auch gekauft. Finde ich auch sehr, sehr schön. Alles ist schön. Und dann, genau, das war die Ausbeute, die ich aus Stockholm mitgebracht habe. Der Wollladen, in dem wir waren, der war so, so schön. Also, mein Mann hat gesagt, ihm hat Stockholm auch mit am besten gefallen. Er möchte gern nochmal hin. Aber dann erst nächstes Jahr, wenn ich das ja alles verstrickt habe, weil dann werde ich diesen Wollladen definitiv nochmal besuchen und ein bisschen was einkaufen. Mal gucken. So, dann kommt mein Highlight, und zwar die Gotlandwolle. Diese Wolle habe ich mir in Gotland gekauft. Das sind 100 Gramm, es steht leider keine Lauflänge mit drauf, aber es ist nachhaltige Wolle von gotländischen, also Schafen, die auf Gotland weiden, und ich dachte mir, das ist ein absolutes Must-Have. Die war auch nicht ganz günstig, ich werde mir aber definitiv noch ein bisschen mehr davon Moment. So, hier. Das sind, glaube ich, eigentlich habe ich 6 Knäuel, irgendwo muss noch eins sein. Davon werde ich mir definitiv noch einen Pullover stricken. Ich weiß noch nicht genau welchen, irgendwas Schlichtes. Eventuell den Monday-Sweater von PT Knit nochmal. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich werde definitiv kein Mohair oder so da mit verstricken. Schön, oder? Ach, mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich diese Wolle sehe. Mal schauen. We will see. So, das ist die Gotlandwolle. Dann war ich in Karlskrona zufälligerweise noch. Also ich war wirklich dann auch bedient nach Gotland. Wollte ich eigentlich keine Wolle mehr kaufen. Aber ich war dann noch in einem Store. Und dieser Store hatte die Bertha im Angebot. Das ist eine dänische, habt ihr sicherlich schon mal gesehen bei Permin. Dänisches Wolllabel, so rum. Und als ich die Wolle gesehen habe und die Farbe, das ist ja so ein Grünton, dachte ich mir, dass die mitkommt. Die war im Sale, im Angebot. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die gleiche Charge ist. Da waren einige, die waren, glaube ich, ein Ticken dunkler, die habe ich dann aussortiert, aber die sehen alle relativ gleich aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Wolle die ähnliche Farbe, also wenn es jetzt ähnlich ist, dann finde ich es auch nicht immer so schlimm, wenn es eine andere Charge ist. Da habe ich eigentlich bis jetzt noch, Gott sei Dank, keine Probleme mit gehabt, aber man hört ja von einigen dann doch ein paar Horrorgeschichten. Das ist eine Baumwoll-Cotton-Mischung, mag ich sehr, sehr gerne, weil man die eben auch gut im Sommer tragen kann. Und ich dachte mir, da könnte man auch nochmal ein schönes T-Shirt draus stricken. Vielleicht sogar auch das Friday-Tee nochmal in so einem Grün. Mal sehen. Ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Wollausbeute. Mein Mann hat eben schon fleißig, hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil er stand hier am Fenster und hat schon gesagt, dass die Zeit um ist. Und ich hatte am Anfang so Angst, dass ich die Zeit nicht füllen kann. Und dann kommt man ja dann doch irgendwie so ein bisschen in die Rederei rein. Und die Zeit fliegt. Also vielleicht muss ich mir das nächste Mal hier irgendwie so eine Uhr deponieren. Aber ich wollte jetzt auch nicht, dass hier ein Wecker losgeht oder so. Genau.
Ich hoffe auf alle Fälle, dass euch der Podcast oder der Vlog oder wie man es auch mal betiteln mag, gefallen hat. Dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte mit meinen Projekten und ja. Ich weiß nicht, sonst gibt es eigentlich gar nichts mehr zu berichten. Ich könnte natürlich noch ganz viele alte Projekte rauskramen, aber es springt dann, glaube ich, den Rahmen. Und wer weiß, was ich mir dann für meine nächste Folge mal überlege, was ich da thematisieren möchte. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen wundervollen Tag mit viel Strickerei. Macht es euch schön, lasst euch nicht ärgern.